So, dann sollte es auf jeden Fall losgehen. Die Musikauswahl auf unserem YouTube-Channel trifft deinen Geschmack, ne? Das freut uns doch zu hören. Ich hoffe, du hast dir nicht Spielemanns neuestes Best-of angeguckt, wo er hier irgendwelche Weihnachtsmusik reingemacht hat. Weil da weiß ich ganz genau Bescheid hier, was los ist. Schönen guten Abend, Laila. So, wir gehen jetzt hier rein. THD Ulus, dritte Map. Ich freue mich, dass es so spannend wird. Ich freue mich, dass ich kompetente Unterstützung hier habe jetzt. Und wir sehen, auf Seiten von THD wurde erstmal der Heimer gebannt. Das ist auch verständlich, weil der Heimer einen großen Anteil des Schadens im letzten Game getragen hat, auf jeden Fall. Man haut natürlich wieder den Ivan raus. Klar, wir will Lars das wieder nicht lassen, wie immer halt. Und man haut Vayne auch noch raus. Ich meine, die Vayne halt im ersten Game, Johannes, hast du das Game gesehen? Nein. Hast du nicht gesehen, die hat halt komplett durchgeschreddert dann am Ende, also. Das war wirklich ein Fest. Und wir haben einen Quadra und einen Penta von der Vayne gesehen, ja. Also auch verständlich, dass man sie jetzt hier rausnimmt. Wahrscheinlich, ich meine, eben hat man sie nicht gebannt, man hat auch eine gute Antwort gefunden. Beziehungsweise man hat sie gebannt, aber erst in der zweiten Rotation, aber man wollte sie nicht picken bei THD. So rum war das, ja. Genau. Jetzt so, wieder der Sion. Ja, man pickt wieder den Sion. Es hat eben schon gut geklappt. Warum nicht nochmal? Wir hoffen mal, dass es nicht nochmal der Ocean Drake wird, ja. Weil wir haben schon gesehen, was da ist. Und man pickt jetzt hier Aphelios. Man möchte hier Aphelios picken. Ich weiß nicht, ob das regelkonform ist gerade. Okay, nee, man nimmt doch auf den Weg. Aber eigentlich ist es ja bei der Hochschule so, dass neue oder in den Regelwerk, dass neu eingeführte Gems erst 2 Wochen, nachdem sie raus sind, überhaupt hier in der Liga gespielt werden dürfen. Deshalb finde ich es korrekt, dass er das jetzt nicht macht. So, man hat bei THD wieder auf der Top-Lane den Nautilus auf jeden Fall. Gegen Sion, also genau dasselbe wie eben nochmal. Ich bin mir sicher, wir haben nämlich noch einen Darius. Nee, das ist schon Mitte, weil das ist Erik und der spielt sehr gerne Darius. Wer sich da erinnern kann, wer hier beim ersten Turnier mit dabei war, der HSMW-Liga, da hat er mit Darius halt wirklich komplett so einen richtig geilen Ult 4K gemacht. Also das war echt schon wirklich sehr, sehr cool gewesen, was er da damals gezeigt hat. Sind wir echt gespannt, ob er das hier nochmal wiederholen kann. Ich meine, ich würde es mega feiern, wenn er es einfach wirklich nochmal macht. Aber das steht natürlich in den Sternen. Genau. So, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir Sejuani gegen Karthus. Karthus ist wirklich sehr, sehr interessanter Pick. Den habe ich bisher bei unseren Casten noch nicht spielen sehen im Jungle. Ist natürlich ein Kandidat, den man sehr gut im Jungle spielen kann. Gerade mit der Ult und alles kann man sich da auch nochmal einen Kill securen. Johannes, oder was meinst du? Machst halt dafür im Early Game nichts. Im Early Game nicht. Das ist das nächste, was ich ansprechen wollte. Die Ganks gestalten sich sehr, sehr schwierig mit Karthus auf jeden Fall. Dafür mit Sejuani ab Level 3 umso besser. Ja. Auch gerade mit der Ult dann am Ende. Du hast da einen richtig guten Engage eigentlich auch. Oh, ja. Und ja, dann kommen wir zum Midlane-Matchup. Dann auf jeden Fall der Darius, von dem ich eben schon gesprochen habe. Sehr, sehr gut auf seinem Champ, der Erik. Allerdings muss er halt gegen gerangten Vel'Jahr ran, was wahrscheinlich für ihn ein ziemlicher Abfuck ist erstmal noch. Warte mal, man hat jetzt getauscht. Den Espiel im Jungle? Man hat jetzt gerade noch geswappt. Espiel mit Smite. Das ist interessant. Ich glaube nicht, dass das geplant war jetzt. Das könnte jetzt Ulus den Sieg gekostet haben an der Stelle. Dass man da jetzt so ein bisschen getrollt hat, wahrscheinlich so einfach mal hier, ja, swap mal und so. Das könnte wirklich jetzt Ulus den Sieg gekostet haben. Weil mit Espiel stelle ich es mir sehr, sehr schwer vor zu jungeln. Uff, also das ist jetzt natürlich ein bisschen ärgerlich. Aber machen wir mal weiter, dann ändert sich das Jungle-Matchup natürlich. Dann ich bin gespannt, ob Espiel überhaupt irgendwas versucht. So gankmäßig, aber musst du halt schon fast, wenn du da überhaupt noch irgendwas mitmachen möchtest. Warum kannst du eigentlich nicht in Ruhe? Nee. Da freut sich schon jemand über den Darius hier. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Wenn er genauso ruppt wie damals, wo wir ihn gesehen haben, dann wird das auf jeden Fall sehr, sehr interessant. Ich muss nur mal ganz kurz checken, ob das passt hier im Stream. Ja. Mit der Stimme. So, ja. So, dann haben wir halt
noch die Botlane, die sich ja jetzt so geändert hat. Jetzt haben wir Karthus Yumi gegen Ashe, Soraka, Johannes. Was meinst du da? Wahrscheinlich. Schwer einzuschätzen. Aber ich denke. Mages auf der Botlane sind. Ja. Komisch, finde ich. Ashe, Soraka ist da natürlich traditionell aufgestellt. Funktioniert relativ gut. Aber du hast jetzt beide, auch einmal mit Yumi hast du den Heal und du hast auch mit Soraka einen Heal. Also du hast jetzt beide zweimal Heal-Support hier dabei, auf jeden Fall. Was ich auch interessant finde, ist, dass Soraka mit Barrier spielt, anstatt mit Ignite. Das finde ich ziemlich überraschend, aber ich denke, die werden sich schon was dabei gedacht haben. Bei unserem Spiel gegen Lollis gegen MNG war auch das Prinzip, wer wen Darius hat, der gewinnt. Naja, Darius ist halt ein sehr, sehr starker Champ. Ich meine, aber wenn du den halt nicht in Fahrt kriegst, Early, dann ist er später dann auch nicht mehr so viel wert. Auf jeden Fall. Also der braucht schon seine Kills. Dann kannst du da auf jeden Fall ziemlich gut Schaden machen. Er hat aber auch jedes Tool, um diese Kills zu bekommen. Also ja, das auf jeden Fall. Gerade mit Sechu und so. Das Kit ist definitiv da. Ja, aber auch jetzt auch mit Sechu an sich halt, da kann man bestimmt ziemlich gut Mitte dann ganken, auf jeden Fall. Das kannst du mit dem Esri wahrscheinlich jetzt ein bisschen schlechter. Ich meine, das Einzige, was du mit Esri machen kannst, ist dann her TP auf die Lane und dann halt kurz deinen Schaden durchbringen. Das war's. Er gankt gar nicht. Er gankt mit der Ult. Oder er gankt mit der Ult. Ja, das sehe ich eigentlich auch. Genau. 11-6 standest du. Na, das ist solide. Da machst du schon Damage damit. Darius auf jeden Fall. So, aber wie gesagt, das ist ein bisschen schade jetzt, dass ich da verklickt wurde wahrscheinlich mit dem Jungle, aber ansonsten erwarte ich hier wieder ein spannendes Game. Wir kriegen ein Bild. Das ist gut. So, jetzt brauchen wir noch unser schickes Overlay. Was er mir gerade nicht macht, weil ich das nicht unten drunter habe. So, jetzt kriegen wir unser schickes Overlay hier noch rein und dann sind wir ready. Dann sind wir ready, Jungs. Tut mir echt leid. Da hat Streamlabs mir gerade einen Streich gespielt. Objectives Timers machen wir an. So, er ist im Jungle. Und dann sind wir auf jeden Fall ready für dieses Game hier. Ich hoffe, ihr seht jetzt alles. Sollte eigentlich passen. Gegen Sechu Nord Engage gefährlich. Ja, das stimmt. Da muss man auch aufpassen. Und man hilft der Sechu jetzt hier unten bei seinem Blue. Genau auf der anderen Seite. Ach so, der Esri fängt bei hat schon seinen Red. Ja. Und geht jetzt rüber zu den Crux. Bin ich echt gespannt, was der Esri hier uns zeigen kann. Du hast auch ein Bild, Johannes? Ja. Ich habe ein Bild. Na, ja, das ist doch schick. Gib mal kurz eine Zeit durch. 2,7, 2,8, 2,9, 10. Sind wir zeitgleich? Ja. Sind wir zeitgleich oder nicht? Scheint so. Okay, sehr gut. So, hier unten auf jeden Fall schon mal guter Damage. Von der Ashe. Oh ja, das ist sehr, sehr guter Damage. Auch Soraka hat ihre Abilities getroffen. Und dann muss der Karthus erstmal ein Stück zurückweichen. So, auf der Top-Lane. Man hat sich ja doch dafür jetzt entschieden, den Nord hier Mitte zu spielen gegen den Vega und stellt den Darius jetzt top. Das ist vielleicht sogar eine ziemlich gute Entscheidung. Aber jetzt kommt erstmal der Mitte-Gang von Sejuani und da kriegt man auch seinen Freeze drauf, aber der Hook sitzt nicht. Ah, ist das schade. Wenn der Hook da getroffen hätte, hätte man da durchaus noch was machen können. Genau, so. Dann auf der Top-Lane hat man jetzt halt den Darius abgestellt, wie ich es eben schon gesagt habe, was vielleicht ein ziemlich guter Call war, weil der Sion halt wirklich ein ziemlich guter Spieler ist und eben schon das Game wirklich sehr gut mitgecarried hat, kann man schon sagen. Und da stellt man jetzt halt den Darius ab, der das da oben auch bisher sehr gut macht, weil er hat die ganze Pressure auf der Lane bisher. So, da holt man sich auch den Red hier bei Sejuani. Ah, will man da die Top-Lane ganken oder wie? Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Gerade wenn jetzt so reingepusht ist. Nee. Ah, der Darius, der macht das schon gut. Und der Sion hat auch keine großen Chancen jetzt im Early Game erstmal. So, dann kommt unten jetzt der Esri-Gank, ja, der erste. Sah eigentlich ganz solide aus. Man zündet hier die Barrier, das war aber so ziemlich
Das hätte man vielleicht nicht unbedingt machen müssen. Der Esri Cool sitzt da nochmal. Hat man, man hat hier die Krabbe gesmited, damit der Rhaegar die nicht irgendwie noch stehlen kann. Genau, und Darius bisher, ich glaube, der Sein hat sich das ein bisschen anders vorgestellt, die Laning Phase. Plötzlich hat er einen Darius jetzt gegen sich stehen. Sejuani ist kurz am Invaden, könnte vielleicht ein Dive hinterhergehen. Ja, das könnte man vielleicht versuchen. Allerdings halt schwierig, der ist nur. Er hat ein bisschen mehr Leben als die Hälfte, also. Nee, man möchte halt wirklich da einfach nur Zeug wegnehmen. Man weiß halt, dass man mit Esri auch nicht so den schnellsten Jungle halt spielt. Also du kriegst die Camps nicht so schnell, da kann man das ruhig mal machen. Das macht Sejuani auch wirklich richtig gut. Nutzt das so ein bisschen aus, dass das jetzt ein Esri-Jungle geworden ist. So, und da kommt der nächste Esri-Gank wieder auf der Botlane. Ja, es ist immer. Er schießt immer so seine Sachen, bleibt schön auf Abstand. Weil macht er bisher ganz gut, aber er kriegt halt keine Camps so wirklich ab. Deshalb liegt er auch mit 21 Farm jetzt ein bisschen unter der Sejo schon. Achso, genau, ich muss den Nautilus noch mit dem Darius tauschen. So. Besser. Ah, da wird die Ash Vision mal durch den Jungle geschickt. Man hat da, glaube ich, auch Sejo jetzt gespottet. Wobei, nee, Sejo ist ja eh bei THT. Okay, das macht keinen Sinn. Na, der Karthus hat aber sehr, sehr große Probleme hier unten auf jeden Fall. Kann da irgendwie nicht so wirklich gegenhalten. Ja, er hat so Reichweite mit der Q. Ja. Aber Ash kann halt mit der Shotgun da deutlich besser poken. Naja, das auf jeden Fall. Auch so Raka halt mit ihrer Q und E. Die wird da auch ganz gut nervt. So, jetzt haut man hier die Ult da drauf. Steht aber im Vega-Cage jetzt und das ist ein bisschen schade, weil jetzt kommt gerade der Ezreal-Gank rein. Und der Ezreal holt sich hier auch das First Blood und man kriegt hier wahrscheinlich den Naughty. Nein, der muss er flashen, da kriegt man ihn nicht. Das ist jetzt ein bisschen unlucky gelaufen halt für THD. Aber der Ezreal-Jungle, ja, er macht seinen Job. Vielleicht war das doch gewollt. Wer weiß, wer weiß. So, dann bin ich gespannt, wie das hier oben jetzt weitergeht. Jetzt dreht er das Spiel ein bisschen rum. Jetzt pusht sie ein bisschen Drake rein. Karthus macht jetzt den Drake hier mit Ezreal. Oh. Naja, du hast halt Mitte abgeholt. Da kann man das halt schon mal dann machen. Und auch die ganze Zeit die Karthus-Kur auf den Drake, das macht auch Schaden, also. Ja. Also da bin ich wirklich echt gespannt. Da muss ich den Flori nachher nochmal fragen, ob das gewollt war mit dem S3-Jungle. Ja, bisher macht er ja echt einen guten Job damit. So, die Sejo holt sich dann ihren Blue. Ist vielleicht jetzt heiß auf den Bot-Gang. Aber ist leider noch nicht Level 6, das heißt ohne Ult. Aber Esri ist auch da. Esri ist auch unten. Das könnte jetzt spannend werden. Muss auch wieder umdrehen. Nee. Zu viel Vision. Ja. Sure. Aber guck dir schon mal den Top-Lane-Farm-Unterschied an. Wir können mal kurz gucken vom Gold her. Ja, das ist schon da so 600 Unterschied an Gold. Fast 700 jetzt schon. Ja, das ist halt ja, das ist genau dasselbe wie im letzten Game, nur umgedreht. Jetzt ist halt die THD Toplane deutlich besser unterwegs. Und der Naughty, der kommt auch viel besser gegen den Vega klar. Also die Umstellung hat sich auf jeden Fall gelohnt. Hat sogar mehr Farm als der Vega. Was sehr interessant ist. Ich meine, der Vega wird wahrscheinlich viel auf Roam gehen. Gerade weil er auch mit dem Glacial Augment immer ganz gut dann. Der Slow ist dann doch schon ziemlich hart, dass man da dann mal schnell den Gegner catchen kann. Beziehungsweise kannst du mit Weiger einfach stacken, wenn nichts. Ja. Wenn alles andere nicht funktioniert, stackst du halt. Das noch dazu, ja. Dann kommt irgendwann schon Damage rum. So,
nur 9 Minuten in-game, ist erstmal ein Kill gefallen. Ich glaube, das ist, war bisher eben noch nicht so. Da sieht man mal, dass beide Teams sich jetzt wirklich hier komplett respektieren und vorsichtig sind auch. So, Darius oben reingepusht. Jetzt hat man den Welker oben abgestellt, aber man möchte auch tauschen wahrscheinlich. Ich denke schon, denn Naughty wird jetzt nach oben gehen. Weil es macht auch Sinn, weil es klappt halt sehr gut. Und hier kriegt man leider den Red nicht gesteelt und die Ashwood trifft leider auch nicht das gewünschte Ziel. Ah. Das ist wichtiger CC, der jetzt da könnte mal. Ja, der kommt die Ult rein und die Soraka, die könnte hier down gehen, aber. Oh! Der Sion. Okay, Sion kriegt sogar. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, die Esri Ult macht den vielleicht. Aber es geht noch weiter. Sechu Ult sitzt auf dem Esri und dann hat man den Esri ja auch das down. Killt Sechu, aber der Damage war noch eigentlich ganz okay. Sion holt sich aber auch noch die Sechu jetzt hinterher und will jetzt auch den Darius noch haben. Na, holt er sich? Dann macht er einen Double Kill, ja. Velka derweil holt sich die Ash. Und Sion holt sich dann noch hinterher den Nautilus und eine Triple Kill. Da müssen wir auch mal kurz mal ratschen, ja. Weil das war auch wieder sehr, sehr schön gespielt jetzt von Ulus. Ich krieg da jetzt schon leichte Flashbacks vom letzten Game, wenn ich ehrlich bin. Leichte Flashbacks? Naja. 4 Kills auf dem Sion, das will man eigentlich nicht haben. Ja, das möchte man nicht haben. Welcher... Ah Gott, ich hab ganz vergessen, mir aufzuschreiben wegen den Drakes. Ich weiß, dass einer gefallen ist auf der Seite von Ulus. Das schreibe ich mal nochmal auf hier. Ja, einer. Genau. Was war das nochmal für einer? Müssen wir vielleicht im Chat gucken? Infernal. Ach, Infernal war das halt. Ja. So, dann gucken wir mal, was der Esri hier gerade macht. Nicht viel. Das nächste wird ein Cloud und das kann bedeuten, also es wird safe sich zwischen Ocean und Mountain Drake dann entscheiden. Und wenn das wieder ein Ocean wird, dann sieht das wieder sehr gut aus für ihn sein dann, ja. Wir hoffen es mal nicht. Wir hoffen mal, dass es dann wenigstens der Mountain wird. Dass das Game noch ein bisschen Gnade hier zeigt. Selbst wenn das ein Mountain wird, dann kriegen alle Resistenzen. Ja, das ist nicht, ob das ist, dann so viel aber Ocean ist schon nochmal eine Nummer härter, denke ich. Es ist beides schlecht für THD, aber... Ich sehe da den Ocean deutlich gefährlicher. Oh, man möchte jetzt hier rein mit Ezreal. Aber da kommt Sejuani für den Counter-Gang. Und die Ezreal-Ult ruppt die Soraka komplett aus dem Leben. Man kriegt hier noch den Stack auf Seiten von Kratos. Den Dark Harvest-Stack. Und Ezreal sollte hier noch Sejuani bekommen. Ja, da flashen auch beide dafür. Der Kratos, der holt die Ash hier noch hinterher ab. Aber der Blutungsschaden reicht immerhin oben für Darius, sodass er den Laker killt. Aber das sieht halt wirklich sehr, sehr mies aus jetzt gerade für THD. Das ist halt so ein Start, den du halt nicht haben möchtest. Wirklich absolut gar nicht. Oh, da sitzt der Hook wieder nicht, leider. Zumal der Sion jetzt das gesamte Sunfire fertig hat. Das kommt auch dazu, das Sunfire Cape ist schon da. Aber man hat zum Glück nur 65 Farm. Also der Darius hat ihn da oben schon, wenn er jetzt auch noch genauso viel Farm wie Darius hätte, wäre das nochmal deutlich ekliger. Aber man holt sich jetzt auch den zweiten Drake für Ezreal und es wird der Ocean. Es wird ernsthaft nochmal Ocean. Das ist so unlucky für THD gerade. Das ist halt wirklich, ja. Das ist so schade. Aber mal sehen, vielleicht... Sehen wir noch was von THD? Vielleicht können sie irgendwie noch ein Comeback starten und für sich vielleicht sogar diese Seele beanspruchen. Oder wir sehen diesmal die Konsequenz, was im letzten Game viel zu spät kam: der Executioner's Calling. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Oder die Grievous Wounds. Das wäre auch eine Möglichkeit. Oh, aber Sejo holt sich oben den Herald jetzt. Das ist wenigstens schon mal was. Dann hat er halt gesehen, dass da unten der Drake gemacht wurde und dann kann man das da oben dann auch versuchen. Es war aber auch ein bisschen risky, weil man hatte keinen Pink reingestellt jetzt in das Baron Pit. Und ja, es hätte auch sein können, dass vielleicht Ulus da Vision drin hatten, dann wären sie dann nochmal rangegangen, aber ist zum Glück ein bisschen lucky ausgegangen. Man könnte hier oben sogar den First Tower jetzt so holen. Da würde ich vielleicht sogar drauf spielen, das wäre nämlich ganz nice für THD.
Ich will einmal in Ocean, wenn ich Rengar spiele. Aber nee, da gibt's 80% Infernals. Ja, gut. Ich glaube, das wollen wir alle, wenn wir Rengar spielen. Das ist so the dream, aber... Wobei mir da letztens einer gesagt hat, dass Rengu weniger Winrate hat, wenn der Ocean Buff gespawnt ist, als ohne. Das ist komisch. Aber der Sion ist da. Der Heal von Soraka könnte jetzt safen, aber der Soraka Heal, der ist schon gewaltig. Den darf man nicht unterschätzen. Da reicht auch die Karthus Ult für nicht. Allerdings sollte man den Naughty kriegen nicht. Aber meint, er springt da raus. Ja, hat er aber gut gemacht. Aber hat er auch Glück gehabt, dass kein Minion oder irgendwas im Weg war. Und dass der Anker dann halt auch gereicht hat bis zum Tower. Man kriegt aber jetzt im Mitte First Tower und der Top Tower ist auch schon fast down. Man geht jetzt hier nochmal rein. Das ist sogar eine ziemlich gute Entscheidung, wenn man jetzt so schnell den Karthus killt. Muss jetzt aufpassen wegen der Passiven, dass man da nicht noch dran stirbt. Der Naughty hat aber noch nicht genug, will die Yumi, aber bricht das jetzt doch ab und backt. Weil du gerade sagst, zu 80% Infernals, bei uns sind es zu 80% Cloud-Drakes immer in den Games irgendwie. Da hat jeder so seinen Drake wahrscheinlich. Ja. Account-Sharing. Bestimmt, mach. Nice. Aber er bringt ja auch nicht so viel als Rengu. Ich meine, na gut, ein bisschen Movement Speed. Na gut, doch, für die Ulti 40% Movement Speed, die du dann noch hast. Das ist schon cooler als der Infernal wahrscheinlich, aber halt, wie gesagt, es ist kein Ocean. Wenn ich da gerade mal so drüber nachdenke, du kriegst ja eh schon Movement Speed als Rengu. Und dann noch mit der Cloud-Seele halt, wenn du da wirklich nochmal 40% oben drauf kriegst, dann sprintest du ja wirklich komplett da lang. Schon nice. So, farmtechnisch hat sich nicht so viel verändert. Top Lane immer noch der Darius, sehr weit ahead. Midlane immer noch der Nautilus halt. Das ist halt die größte Überraschung, finde ich gerade irgendwie. Gerade gegen Vega. Botlane auch leicht, die Ashe. Also man farmt hier sogar besser auf der Seite von Helix. So, jetzt kommt es ja unten aber zum Fight wahrscheinlich. Yumi Ult geht rein, da muss man flashen. TP kommt auch direkt rein. Nautilus ist da und man kriegt hier direkt die Yumi schon mal rausgenommen von der Ashe. Und jetzt muss man gucken, dass man den Zion down kriegt. Noch ist er wahrscheinlich killable. Ganz gut. Man holt hier auch den Zion raus. Man kriegt... Ne, der Zion holt die Soraka. Tut mir leid, da habe ich mich jetzt versprochen. Und der Fight driftet leider in Richtung Ulus ab. Ja, man tradet jetzt hier 4 für 3. Ist jetzt... Darius hat noch gut abgeholt. Der Darius hat noch ganz... Das noch mal ein bisschen gerettet, den Fight, aber wie gesagt, an sich war es kein guter Fight für Helix Division. Eine Habgierklinge hat er, ja. Das Sion. Witzigerweise ist Sion mit dem Executioner's Calling dabei. Aber man kriegt hier jetzt auch den Bot Tier 1 Tower. Ich meine, das. Bisher 2-0 von Towers her, aber der Mid-Tower von THD sollte auch demnächst fallen. Und der Top-Lane-Tower ist ja auch schon lower auf Seiten von Ulus. Ich meine, jetzt gerade mit Karthus und Vega sehe ich das Late-Game wahrscheinlich dann doch schon... Also, was meinst du, Johannes, vom Late-Game her? Schon, auf oder? Auf jeden Fall. Ja. Auch mit Ezreal. Der mit hat Ezreal jetzt schon noch vier dazu. Ja. Auch Yumi hier mit ihrer Ult und so, die kann dann später ziemlich nützlich sein. Das ist. Man möchte hier den Drake jetzt angehen. Die Sechu-Ult, die sitzt sogar auf dem Vega. Die Ashe-Ult nochmal hinterher. Der kann sich ja gar nicht mehr bewegen, aber es ist einfach zu viel Schaden von Ulus noch. Der Vega, der haut den Nautilus raus. Der Ezreal nimmt die Ashe auseinander und Sion gönnt sich auch noch die Soraka. Und hier kriegt man den Darius Heads auch noch wahrscheinlich. Ja, er versucht alles, aber da kann er auch nichts mehr machen. Na, die Ult, die war jetzt wahrscheinlich, weil man ein bisschen Angst hatte, vielleicht, dass man den Kill nicht kriegt. Man geht jetzt hier nicht den... Achso, man lässt Ezreal den Drake alleine machen. Okay. Ja, macht aber Sinn, weil dann kannst du gut Mitte pushen jetzt erstmal. Katastrophaler Fight. Ja, das war wirklich... Der Sion hat das gesamte Team weggehalten. Das hat er gut gemacht auch. Er hat auch direkt die Kuh getroffen. Alleine beschäftigt. Ja, mit der Kuh einfach, indem er da ist, mit seinen
jetzt schon wieder 3000 HP. Das ist der dritte Drake für Ulus. One more. Und das Monster ist wiedergeboren wahrscheinlich. Oh, oh, oh. Jetzt müssen sie wirklich aufpassen. Ich meine, es ist zum Glück nur ein 3,6k Goldvorteil. Erstmal, aber es wird trotzdem sehr, sehr schwer zurückzukommen. Gerade auch, weil im Late Game der Vega, der Katus, der Sion haben wir vorhin schon gesehen. Ich sehe halt das wirklich sehr, sehr schlecht. Das sieht wirklich sehr, sehr schlecht aus für Helix Division. Ist jetzt schnell geschlossen, haben auf die Toplane rotiert. Ja. Hat noch einen Tower mitgenommen. Hat aber auch mal endlich einen Tower geholt. Oder einen zweiten, jetzt steht es wieder 2-2 von Towern her. Ein Toplane Tower ist halt immer noch fast down und der Mid-Tier 2 Tower ist auch schon ganz gut gedamaged. Ich meine, wir können uns den mal kurz angucken. Der hat noch 627 Leben. Ich muss den Chat mal ausmachen. Ey. Oh Mann. Oh, Merivan, schönen guten Abend, mein Freund. Wir gucken mal auf das Gold hier nochmal. Sion hat wieder mächtig aufgeholt jetzt. Mit seinen 6 Kills auf jeden Fall. Jetzt nicht mehr so arg behind. Jungle, der Esri auch führt damit, hat er 2000 Gold mehr. Mitte, dasselbe Spiel, 2000 Gold. Und jetzt gehen wir erstmal hier in den Fight. Auf jeden Fall, die Sage Ult saß zwar, aber man kann hier nicht viel machen. Der Vega killt die Ashe. Nordi kriegt aber den Esri jetzt down. Kardus allerdings dann wieder die Soraka. Und ich denke, der Vega, der sollte jetzt aber auch sterben. Ja, das sieht gut aus. Das hat sich der Darius jetzt mal geholt. Der Nordi Hook saß jetzt wieder leider nicht. Das ist halt ein bisschen schade. Manchmal, wenn da der eine oder andere Naughty Hook mehr sitzen würde, dann würde das vielleicht nochmal ein bisschen was ändern. Aber naja, man ist wahrscheinlich auch ein bisschen aufgeregt so in dieser Situation. Dann kann das mal schnell passieren, dass man den versetzt. Ja, das ist ein Hin und Her hier. Es steht auch 1-1 gerade, also die Teams spielen beide sehr, sehr gut League of Legends. Darius möchte sich jetzt hier den Red Buff holen, aber Sion, na, ist er auf dem Weg dahin? Nee. Doch, jetzt. Mit einem Red Trinket, aber. Er wird aber schnell gemacht, fertig. Ja, ja. So, der Red ist weg. Das war jetzt aber mal wieder ein bisschen, oder ziemlich gut gespielt von THD jetzt eben. Da konnte man sich auch den Tier 2 Tower auf der Midlane schon mal holen. So, dann können wir jetzt nochmal auf die Botlane gucken, noch wegen Farm. Ich meine, man hat bei Ashe sogar 200 Gold mehr als auf den Katus. Und bei den Supportern ist es auch wieder relativ even dann. Das so, der sprintet jetzt Lane hier nach oben und die Ashe muss da flashen, die nimmt sonst viel zu viel Schaden. Und ich denke mal, die Soraka hat man da. Da kommt auch der TP. Nein, da kommt noch ein Flash. Ah, vielleicht mit dem Naughty, wenn er den... Ja, das war wichtig, dass er Vega da jetzt erstmal weghält. Die Naughty-Ult war auch ziemlich gut. Die Ash-Ult kommt gut auf Esri. Jetzt muss er nur noch die E durchbekommen. So, das war auch ziemlich gut gespielt. Jetzt hat man... Sejo ist zwar gestorben, aber der Esri auch. Und wenn Darius jetzt noch ein paar Hooks setzt... Oh, der Hook von Naughty war wichtig. Ich meine, er wird vielleicht dafür sterben. Nein, es geht noch mit seinem Schild. Aber nee, er geht dann trotzdem tot. Problem ist der Fokus. Jetzt ist halt Darius. Was kann Darius machen? Was kann er machen? Ja, die Q und die W sitzt und... Das reicht auch, um den Sion zu killen, ja. Aber man steht hier jetzt im 3 gegen 1 und ich denke, da kommt auch der Darius dann nicht mehr raus. Ja, und dann sind alle gestorben von THT. Die Soraka ist ja eben erst wiedergekommen. Man hat dann jetzt quasi ein 2 für 5 getradet, wenn man so will. Und das ist halt natürlich auch wieder ziemlich bad für Helix Division. Aber immer noch, nur 3k. Unterschied, obwohl es 24 zu 10 steht, Ulus. Ich sehe da an der Stelle Marion, das Problem, den Fokus. Von Helix zu meinst du jetzt, ne? Ja. Man schafft also, du nicht kommst halt an den Sion nicht vorbei. Oder den Sion zu fokussen, dann wird zwischendurch gewechselt. Der Sion willst du, glaube ich, auch nicht fokussen, ne? Eigentlich der nicht. Der Vega muss raus. Der steht 8-3. Der macht so viel Damage. Wir können mal auf die Stacks gucken. Das können wir mal machen hier. Was hat er bisher schon? 200 ungefähr. 230? Ich glaube 230. Ach, Mann. Scheiß Chat. 250. Ja, und der Drake ist jetzt ganz wichtig. Weil wenn der jetzt an Helix geht, an Ulus geht, dann
haben sie die Seele. Oh, der Naughty geht da einfach rein. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Man hat jetzt dafür geflasht sogar. Das war jetzt nicht der beste Engage, aber man muss halt jetzt auch ran. Dann gehen wir nach hinten los. So, da kommt der Engage. Sechu-Ult hat leider nicht so viel gebracht, weil das Team nicht kein Follow-up hat. Und der Esri-Ult-Schaden, der ist halt auch insane. Der Naughty geht jetzt hier noch weiter rein. Ich glaube, das wird er nicht überleben. Oder nee, er kommt raus. Der Soraka-Hill kommt durch. Der Darius holt sich den Vega. Das ist schon mal sehr, sehr gutes, gut gemacht von ihm. Aber der Sion, der holt jetzt leider Soraka ab, zusammen mit dem Karthus. Und die Ashe noch dazu. Ja. Man kriegt jetzt hier auch noch den Nautilus. Yeah. Und den Sechu auch noch mit dazu. Das heißt, das ist ein Easy Drake. Ist gerade ein bisschen schade. Der einzige, der mir halt wirklich richtig gut gefällt, ist gerade der Darius hier. Der macht wirklich einen soliden Job, aber das kann er nicht alleine carryen. Gerade gegen 9-1 Sion, 7-3 Ezreal, 8-4 Vega und 4-2 Karthus, da hast du keine Chance. Aber auch an der Stelle wieder. Man hat versucht zu trappen, aber war dann anschließend sehr, sehr split zwischen den Blue Buff. Das stimmt, aber er hat ja eben gezeigt, dass er, ich meine, er war ja am 1 gegen 1 gegen Vega, hat ihn auch rausgenommen, wenn das restliche Team vielleicht nicht ganz so hat, aber das ist auch schwer zu sagen. Das ist einfach, das eine Team ist gefeedet, das andere nicht. Oder bei dem einen Team ist nur einer gefeedet, bei dem anderen sind vier gefeedet, sag mal so. Ne? Go Flame, der Esri Jungle, nein, das macht das schon sehr gut. Hätte ich nicht gedacht, dass man mit Esri Jungle so effektiv sein kann. Der funktioniert erstaunlich gut. Ja. Mittlerweile auch die Trinity Force fertig. Der Damage ist definitiv da. Glacial hat und kein Flash, das kommt noch dazu. Stimmt, Mary, wenn der hat noch die Glacial mit der Vega, das ist fast unmöglich, da ranzukommen dann. Aber auch alles, die nächste GLP und die Twin Shadows. Ganz Jesus toll. Ist halt der, hier ist es der Uniliga, ja, aber definitiv. Definitiv, ja. Aber, ja, aber trotzdem, auch der Darius Farm, der gefällt mir wirklich sehr gut hier. 228, bei Ulus ist nicht mal jemand in der Nähe davon. Also, gefarmt, also farmtechnisch ist er echt stark. Oh! Vielen, vielen Dank, Verivan, Mann! Vielen, vielen Dank für dein Abo. Das ist wirklich sehr, sehr, sehr nett. Sehr, sehr schön. So, aber jetzt noch kurz der Teamfight. Der Darius geht sehr schnell down jetzt gegen Ashley, kann er gar nichts machen. Da kommt noch die Sechu-Ult hinterher, aber macht da auch nicht mehr viel. Und ich denke, das sollte es wahrscheinlich schon gewesen sein. Ah, Naughty kommt nochmal weg. Hat er Glück? Oder? Ja, doch. Nee, er kommt nicht weg. Und da geht das komplette Team down hier auf der Seite von Helix Division. Ja. Man hat an der Stelle keine Chance mehr gegen die Gebäude. Da hat man keine Chance. Man muss noch bedenken, man hat auch die Ocean-Seele und alles, also. Ja. Und dann kann man jetzt auch finishen hier. Aber viel zu gut, man. Vielen, vielen Dank, Meriven. Sehr, sehr nice. GG, ja. Also, Ulus Esports schlägt hier THD 2-1. Es waren interessante Sachen dabei. Wir hatten einen Penta im Game gehabt. Es war ein schönes und spannendes Game. Jetzt am Ende, das letzte Game jetzt nicht mehr so. Ich meine, das war dann doch schon eine Drüberfahrt von Ulus so ein bisschen dann ab Mid-Game. Aber trotzdem, die anderen zwei Games, die waren wirklich sehr, sehr spannend und sehr, sehr schön mit anzusehen. So, dann nehme ich euch nochmal mit rüber kurz hier auf den Screen. Da können wir uns nochmal den Damage in aller Ruhe angucken, den die Jungs gemacht haben. Und wen sehen wir da ganz vorne? Der Esri Jungle, ja. Also wirklich, das hat mich wirklich sehr überrascht. Also Jesus, wirklich, Props an dich. Richtig nice gespielt, den Jungle. Hätte ich nicht gedacht, dass es so gut geht. Und gerade die Sechu hat das ja auch so ein bisschen ausgenutzt im Early Game. Hat da ein bisschen Counter-Invaded und gemacht, aber es langt am Ende halt nicht. Hat er wirklich sehr schön gemacht. So, dann bedanke ich mich erstmal bei dir, Johannes, dass du mit dabei warst jetzt im letzten Game noch und mitgecastet hast. Ich bedanke mich bei all den Zuschauern, die so fleißig hier mitgefiebert haben mit uns. Und die Woche steht noch ein Cast auf jeden Fall an. Am Sonntagabend ist noch Elo Submarine gegen... Ah, jetzt fällt es mir nicht ein. Auf jeden Fall spielt Elo Submarine. Ja.
Was hast du. Ah, Kokoromori hat einen Emote gekriegt. Hau mal rein, was hast du bekommen? Hat er dir wenigstens was Schönes spendiert, der Merivan? Hat er dir was Schönes spendiert? Komm, zeig mal. Darauf sind wir noch gespannt, bevor wir hier in den Endscreen gehen. Uff, du hast aber auch schon einige bekommen an Emotes. Wow, das ist genau dasselbe, was ich auch letztens bekommen habe. Richtig nice. Richtig worth, das Emote. Naja, wie dem auch sei, ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann wahrscheinlich am Sonntag wieder. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ich aktualisiere auch jeden Moment den Endscreen, dass das auch passt und dann auf Wiedersehen.